Letzten Nachtisch, Dessert oder Torte im Glas, wie ihr es meint, möchte ich euch ganz gern in verschiedenen Varianten schnell und einfach zeigen. Die Creme ist immer das gleiche Grundrezept und vielleicht habt ihr Lust, das mit mir zu machen für eure Gartenparty, für Gäste, die spontan kommen, für einfach Spaß miteinander und mit Genuss. Für dieses Grundrezept brauchen wir einen Speisequark, 500 Gramm und eine flüssige Schlagsahne, süße Sahne, 200 Gramm und 70 Gramm Zucker, was wir in eine Schüssel tun und diese gut miteinander verrühren mit dem Schneebesen. Die Sahne wird nicht geschlagen, die kommt flüssig hinein. Statt Zucker kann man noch Honig nehmen oder Apfeldicksaft oder was ihr möchtet. Dann brauchen wir noch kleine Gläser, kleine Trinkgläser. Da hinein kommt ein Klacks von unserer Creme und als erste Variante kann man darauf dann Mandarinchen legen. Einfach Mandarinchen aus dem Glas kann man drauflegen auf die Creme und gibt noch ein bisschen Zimt drüber hin. Das ist eine Variante. Dann, was bei uns sehr gut ankommt, ist immer mit Eierlikör gut schütteln, einfach oben drauf geben. So, ein Keks, am besten ein Amaretini obendrauf und das wäre dann auch fertig. In das nächste Glas tun wir auch erst ein, zwei Kekse hinein, Schokokekse, was ihr zu Hause habt, Amaretinis, ihr könnt aber auch Spekulatius zu Weihnachten nehmen. Und dann habe ich hier eine selbstgemachte Äpfelstrudelmarmelade, das käme auch obendrauf. Und das ist die nächste Variante. In der weiteren Variante haben wir einfach hier in Schoko eine Schokocreme, machen da einen Klecks mitten drauf. So. Und dann hat man vielleicht eine Praline zu Hause. Ich habe hier eine Mozartkugel und die legen wir dann drauf. Und dann ist auch schon wieder die nächste Variante fertig. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Spaß habt, könnt ihr ja immer mal bei mir reinschauen. Ich danke euch. Tschüss.